Hallihallo, ja, dein iPhone kann tatsächlich gehackt werden. In diesem Video möchte ich dich auf eine aktuelle Bedrohung aufmerksam machen, aber auch zeigen, wie du dich dagegen schützen kannst. Los geht's. Von manchen iPhone-Benutzern hört man öfters mal solche Aussagen wie: Ah, ich benutze ein iPhone, ich bin total sicher aufgestellt, mir kann da nichts passieren. Und bei solchen Aussagen klappen sich bei mir einfach die Fußnägel hoch, denn das ist kompletter Quatsch. Jede Software ab einer gewissen Komplexität, und da fallen nun mal Betriebssysteme auch drunter, enthält Fehler. Und wenn solche Fehler bösartig ausgenutzt werden können, dann spricht man eben von Sicherheitslücken. Solche Sicherheitslücken, die sind in iOS, also dem Betriebssystem von iPhone und iPad, nun bekannt geworden, und zwar vor ein paar Tagen. Ich habe hier eine Pressemitteilung von Oder eine Mitteilung von Apple, die wir uns mal eben anschauen, und zwar vom 7. August 2022. Und hier sieht man, dass zwei Komponenten betroffen sind. Einmal ist es der Kernel und WebKit. Was ist der Kernel? Der Kernel ist quasi die Softwareschicht zwischen den Apps und der eigentlichen Hardware, also das Grundgerüst des Betriebssystems. Und hier steht unter Impact, also Auswirkung: An application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges. Also eine Applikation, eine App ist möglicherweise in der Lage, beliebigen Code mit den Rechten des Betriebssystemkerns auszuführen. Was heißt das? Wenn auf jeden Fall irgendeine Art von Schadcode ausgeführt werden kann, dann ist das schon mal schlecht, denn dieser Code kann ja alles Mögliche machen. Der kann Daten von dir stehlen, der kann Daten von dir beschädigen, der kann dort andere Sachen vielleicht installieren, die dein System lahmlegen oder andere Systeme angreifen und. Hier kann man sicherlich seiner Fantasie freien Lauf lassen und alle möglichen Szenarien mal durchspielen. Wichtig ist, wenn dort böshafter Code ausgeführt wird, dann ist das nicht sehr gut. Das sollte man also vermeiden. Aber man muss hier auch sagen, dass diese Schwachstelle im Kernel nicht so trivial ausgenutzt werden kann. Denn dazu müsste ja erstmal eine böswillige App auf deinem iPhone installiert sein. Du musst die also installiert haben. Und um das zu tun, muss diese böswillige App an Apples Prüfkomitee im App Store vorbei gelangen und den Weg in den App Store erstmal finden. Das ist auch nicht so einfach, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Das ist in der Vergangenheit durchaus schon mal passiert, dass da so ein, ich sag's mal, Virus-App oder eine böswillige App im App Store gelandet ist. Trotzdem würde ich unterm Strich sagen, dass dieses Risiko bei der Komponente eher geringer ist. Aber bei der nächsten Komponente, da sieht es leider, leider ganz anders aus, denn das ist WebKit. WebKit ist eine Bibliothek, also eine Softwarekomponente, die von Safari, also dem Webbrowser auf deinem iPhone oder deinem iPad, verwendet wird. Und hier steht unter Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Also hier, also beliebige Codeausführung. Aber die findet schon statt, wenn man eine böshafte Website besucht. Im Klartext heißt das: Du musst mit deinem iPhone einfach nur die falsche Seite anklicken, den falschen Link anklicken, und dann ist die Kacke am Dampfen. Und das ist natürlich echt ein krasses Sicherheitsrisiko, dem man auch irgendwie begegnen muss. Solche Sicherheitslücken werden natürlich regelmäßig gefunden und dann von den Softwareherstellern in Form von Sicherheitsupdates wieder geschlossen. Und wenn man diese Sicherheitsupdates einspielt, dann rechtzeitig einspielt, muss man sagen, dann ist man natürlich relativ safe. Das, was ich dir gerade hier vorgelesen habe, das ist auch die Meldung aus dem eigentlichen Sicherheitsupdate von Apple, was eben am 17. August erschienen ist, nämlich 15.61. Und das muss man einfach nur installieren. Okay, und zwar klickst du einfach auf die Einstellung-App, und dann gibt es dort den Punkt Allgemein, und relativ weit oben, direkt unter dem Punkt Info, findest du den Punkt Software-Update. Wenn du hier einmal drauf klickst, dann wird geschaut, ob es ein aktuelles Software-Update gibt. Und hier steht es auf 15.6.1, das ist genau die Versionsnummer, die ich dir gerade genannt habe. Das könnte man hier unten über den Knopf Laden und installieren, aber macht das noch nicht. Oben
drüber verbirgt sich so eine Einstellung oder Einstellmöglichkeiten, es sind mehrere Einstellungen, für automatische Updates, und ich empfehle dir dringend, dass du das aktivierst, denn das vereinfacht dein Leben einfach etwas. Nicht einfach, vereinfacht einfach, also es macht dein Leben einfacher. Tippen wir da mal drauf und hier sieht man iOS-Updates laden, dann werden die automatisch geladen. Und wenn der letzte Punkt, der untere Punkt, aktiviert ist, iOS-Updates installieren, dann werden die auch nächtlich installiert, wenn dein Gerät am Stromnetz hängt, wenn es logischerweise eingeschaltet ist und sich im WLAN befindet, dann findet das alles automatisch statt. Das solltest du auf jeden Fall einschalten und dann bist du da auf der sicheren Seite. Normalerweise mache ich das nicht, aber weil das so ein wichtiges Thema ist, möchte ich dich um Folgendes bitten. Leite das einfach mal an Personen weiter, die dir wichtig sind, von denen du weißt, dass die ein iPhone benutzen, also Familie, Freunde. Schöne Grüße von mir und sag, die möchten einfach mal ihre aktuellen Sicherheitsupdates einspielen, wegen eben dieser krassen Sicherheitslücke. Das war's von mir zu dieser Sicherheitslücke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du meinen Kanal abonnierst, dann erfährst du im nächsten oder dann siehst du das nächste Video über das Thema Sprachen lernen. Ich habe da so ein kleines Selbstexperiment über ein Jahr gemacht und versucht, Niederländisch mit dem iPhone zu lernen. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.